Sich wem ergeben? Sich dem allmächtigen Gott ergeben. Wer ist der allmächtige Gott? Der allmächtige Gott ist Allah subhanahu wa ta'ala, der im Koran von sich sagt, Surah 113, Kul huwallahu ahad, sprich, er Gott, Allah ist ein einziger, einzigartig, Allahu samad, der ewig unabhängig, von dem alles abhängig ist. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt und nichts und niemand ist dem ebenbürtig. Das ist der allmächtige Gott, dem wir uns ergeben. Und wenn man sich diesem allmächtigen Gott ergibt, mit Islam, mit Hingabe, wird man Salam erreichen. Frieden, ewigen Frieden. Denn Allah sagt im Koran, in Surah 50, Vers 34, Udukhuluha bisalam, zu denen, die ins Paradies treten, tretet in einen Frieden. Dhalika yawmul khulud, dies ist der Tag, ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Dort gibt es für euch, was ihr wollt, und bei uns gibt es noch mehr. Denn das Paradies ist die Welt ohne Leid, ohne Streit, ohne Tod, ohne Krankheit, voller Wonnen, über die der allmächtige Gott sagt im Heiligen Hadith: إني عددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar ist. Es gibt ein großes Missverständnis, was viele Menschen haben. Sie denken, der Islam sei eine neue Religion. Eine neue Religion, die mit dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, vor 1400 Jahren den Menschen beigebracht worden ist, die vor 1400 Jahren eingeführt worden ist. Aber das ist verkehrt, denn der Islam ist die Religion des ersten Menschen, Adam. Der erste Mensch Adam kam mit der Religion Islam. Islam heißt, wie gesagt, sich Gott ergeben. Wir Muslime glauben, dass alle Propheten vom selben allmächtigen Gott kamen, mit derselben Botschaft. Und die war, bete nicht den Baum an, bete nicht den Tisch an, bete nicht einen Menschen an, bete nicht die Schöpfung an, sondern bete nur den an, der diese Schöpfung erschaffen hat, dem Schöpfer, so wie Allah sagt in Surah 16, Vers 44, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُعْبُدُوا اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا تَغُوتٍ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, damit sie den Menschen aufrufen, dien dem einen wahren Gott, Allah, und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Das war die Botschaft von allen Gesandten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran gesagt, dass viele Gesandten gekommen sind. Im Koran werden 25 Propheten, Gesandte mit Namen genannt. Und der Prophet Mohammed s.a.w. berichtet in seinem Hadith in einer Überlieferung, dass 124.000 Propheten an die Menschheit gesandt worden sind. Und einer dieser Propheten, und das ist der Prophet, an den auch die Christen glauben, und wir leben hier in einem christlich geprägten Land, ist der Prophet Isa, Jesus a.s. Friede und Segen auf ihm. Der Islam ist die einzige Religion, bei dem es ein Glaubensartikel ist, wo kein Muslim Muslim sein kann, wenn er nicht glaubt, dass Jesus ein Gesandter Gottes ist. Wenn er nicht glaubt, dass Jesus einer der mächtigsten Gesandten Gottes ist. Dass er Wunder gewirkt hat. Dass er die Tote lebendig gemacht hat mit der Erlaubnis vom allmächtigen Gott. Dass er die Blinden sehend gemacht hat mit der Erlaubnis des allmächtigen Gottes. Und dass er geboren wurde durch die Jungfrau Maria. Das heißt ohne Vater. Das, was heute einige Christen nicht glauben. Oder die sich Christen nennen. Kein Muslim ist ein Muslim, wenn er nicht daran glaubt. Und wir glauben auch, dass verschiedene Propheten mit Büchern kamen. Im Koran werden einige Schriften genannt. Welche Schriften werden genannt? Suhuf Ibrahim, die Schriften von Abraham. Die Tora von Moses. Das Evangelium von Jesus. Psalter von Dawud. Und der Koran, das letzte Buch. Das letzte Buch, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und hier ist die große Frage, die für uns aufkommt. Weil das ist das, was ein Christ fragen wird. Und eine beliebte Missionarstaktik ist: Wenn ihr Muslime daran glaubt, dass die Tora und das Evangelium von Gott sind, warum stehen denn in Tora und Evangelium Dinge drin, die sich von eurer Religion unterscheiden? Beispielsweise steht im Koran, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Aber laut Bibel, den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ist Jesus am Kreuz. Die Antwort ist ganz einfach. Allah sagt im Koran in Surah 2, Vers 75, أَفَتُؤْمِنُونَ أَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Glaubt ihr, dass sie euch Glauben schenken?
wo ein Teil von ihnen die Schrift gehört hat und verstanden hat und danach wissentlich verdreht hat, dann im selben Atemzug sagt Allah, wie sie verdreht haben. Sure 2, Vers 79. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, dies ist vom Allmächtigen Gott, und damit einen geringen Preis zu erachten. Und dann sagt er, wird in einem Hadith, in Sahih al-Bukhari, Hadith Nummer 461, wird gesagt, dass gesagt wird, wie, warum fragt ihr Al-Kitab nach etwas? Und das Buch, was zu dem Gesandten Allahs, Muhammad, gesandt worden ist, ist neu. Ihr lest es unverändert. Und er hat dieses Buch, der Koran hat euch schon berichtet, dass die Leute vom Kitab die Schrift verdreht haben und verändert haben und mit der Hand geschrieben haben, was nicht dazugehört, und haben gesagt, dies ist von Allah, um einen geringen Preis zu erkaufen. Dann sagt Allah in Sure 5, Vers 48, sagt er, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُسَدِّكَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. Wir haben zu dir das Buch mit Wahrheit herabgesandt, das bestätigt das, was vor diesem Buch ist, die Wahrheit von Tora, von Evangelium, das, was nicht verändert ist. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ, und Wächter darüber. Wächter bedeutet, es sortiert aus, was davon richtig ist und was davon falsch ist. Dies ist ein ganz klarer islamischer Glaube und jeder Muslim weiß das. Aber natürlich kann nicht jeder Muslim, wenn er darauf gefragt wird, steht im Koran, dass da die Bibel verfälscht ist, dann ich suche 2 Vers 75, 2 Vers 79, natürlich nicht. Ja, lernen, damit man mit diesem Problem klarkommt. Und hier fängt das Problem an, wenn man halt anfängt zu diskutieren, und das ist eine der beliebtesten Missionarstaktiken. Und ich denke, es ist auch für einige Christen sehr interessant, mal zu sehen, wie das so abläuft. Ja, womit christliche Missionare auf die Muslime zugehen. Es wird dann halt die Frage gestellt, konnte Gott sein Buch nicht schützen? Gott schickt ein Buch ab, kann es nicht schützen vor Veränderung? Was ist unsere Antwort darauf? Klar, kann er das schützen. Natürlich. Aber hat er nicht. Aber Gegenfrage. Gott hat verboten, den Mord verboten. Kann Gott den Mord verhindern? Natürlich kann er den Mord, Gott ist allmächtig, natürlich kann er den Mord verhindern, das ist ja gar keine Frage. Und hier sollte man natürlich dann als erstes mal die Frage stellen, was heißt verändert? Was heißt, ein Buch wurde verändert? Ein Buch wurde verändert, kann verschiedene Bedeutungen haben. Erste Bedeutung, es wird etwas hinzugefügt, was nicht dazugehört. Oder es wird etwas rausgenommen, was nicht rausgenommen werden soll. Oder es wird etwas verändert. Und was heißt noch verändert? Dass das so den Menschen zugänglich ist. Nur auf diese Art und Weise. Beispielsweise könnte ich jetzt ein Buch schreiben, wie zum Beispiel, es gibt jetzt so welche, die haben die Bibel in gerechter Sprache geschrieben. Und die Bibel, die originaler ist, ist überall zu erhalten. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch den Koran abschreiben und mache zwischendurch ein paar Fehler rein. Das ist aber nicht der Koran. Man ist dann kein Koran mehr. Verändert bedeutet, wenn dieser Koran, den ich jetzt geschrieben will, habe, an alle Menschen verteilt ist und die keinen Zugang haben zu dem, was der richtige Koran ist. Das ist verändert. Und in diesem Zusammenhang, das ist meistens so eine Missionarsfrage, um den Muslim durcheinander zu bringen, er sagt, ja, wie soll ich darauf antworten? Klar kann Gott. Dann sagen sie, ja. Warum hat das denn zugelassen? Er schickt dann eine Botschaft. Natürlich hat nicht jeder die Antwort drauf. Und hier habe ich ein Buch von Zeugen Jehovas. Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben. Weil die fragen diese Frage manchmal, die wollen damit sagen, Gott lässt das nicht zu, dass das Buch verändert wird. Wir haben eben definiert, was eine Veränderung ist. Und sie wollen sagen, Gott lässt das nicht zu, dass das Buch verändert wird. Dann haben sie hier, die ist extra dafür da, um mit den Muslimen Dawa zu machen. Gottes Anleitung. Er ist so geschrieben, immer mit Injil und die ganzen Sachen so umgeschrieben, dass die Muslime das fressen, ja. Und dann steht hier, muss man jetzt mal genau zuhören, genau dieselbe Frage. So. Ist es aber nicht recht kühn, zu behaupten, Gottes Bücher seien verfälscht worden, so als ob Gott nicht fähig sei, sie zu bewahren? Genau das, was ich eben gesagt habe. So, und jetzt geht's weiter. So, es stimmt, viele Menschen haben versucht,